Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören, gut sehen. Mal Daumen nach oben. Alright, richtig nice. Ey, Adrian hat einen special Platz in meinem Herzen, weil ich kann mich erinnern, so wir waren, ich glaube, es war Empire Rises Event, wir waren auf der Bühne und wir, P5 Panel war das, ne? Und die restlichen P5 waren alle in meiner Organisation und Adrian war auch da, also 5 plus 1, und wir haben gesagt, hey, lass mit dem Leadership ein Foto machen, ne? So Team Alpha Leadership. Und Adrian meinte, komm, ich geh weg, ne? Also macht selber. Und wir meinten, nee, nee, komm her, wir machen gemeinsam, weil du einfach dazugehörst, ne? Und genau das ist ja das Krasse an dem Business Case. Egal, wo du kommst, egal welche Organisation, egal welche Struktur, dass Menschen für dich da sind. Habt ihr sowas mal außerhalb gesehen? Habt ihr mal vor dem Business, ist mal jemand zu euch gekommen und gesagt, hey, ich glaube an dich, du kannst es schaffen? Es ist nicht normal, wenn ich mal rausgehen würde, in irgendeiner Person sagen würde, komm, ich helfe dir. Die würden mir sagen, hey, warum? Anstatt zu sagen, danke, die meisten Leute würden sagen, warum? Weil es ist nicht mehr normal geworden, ne, Menschen zu helfen, ohne etwas zu bekommen. Das ist nicht normal geworden. Und deswegen stempeln manche Menschen da draußen uns als dumm. Ne? Ja, guck mal, du hilfst so viele. Das haben meine Eltern gesagt. Also guck mal, du hilfst so viele Menschen, was hast du dadurch verdient? Ne, das ist gar nicht normal geworden. Ne? Alright, deswegen lass uns das Ganze normalisieren. Und lass uns Dankbarkeit, mit Dankbarkeit hier in diesem Call starten, mit Dankbarkeit ins 2024. Weil ich finde, das ist einer der wichtigsten Aspekte im Leben, dankbar zu sein. Weil, ich meine, Geist, wenn wir so überlegen, wir sind schon 1-0 im Leben vorne gestartet, oder? Wir sind schon 1-0 vorne gestartet, weil wir in Deutschland geboren sind. Wir sind schon 1-0 gestartet vorne, weil wir in Österreich geboren sind. Oder weil wir in Niederlande geboren sind. Weil wir in der EU geboren sind. Wir sind schon mal 1-0 vorne gestartet. Es gibt Leute, die starten das Leben direkt mal mit 2-0, weil sie in Palästina geboren werden. Weil sie in Afrika geboren werden. Weil sie sonst noch wo irgendwo geboren werden. Und deine Selbstverständlichkeiten sind die größten Wünsche von diesen Menschen. Deine Selbstverständlichkeiten sind die größten Wünsche von diesen Menschen. Alright? Diese Menschen starten 1-0, 2-0 hinten. So, also wir starten schon mal 1-0 vorne. Die Frage ist, wieso kassieren dann so viele Leute Gegentore, wenn sie schon mal 1-0 vorne starten? Weil wir irgendwo darauf programmiert werden, meiner Meinung nach. Und ich finde, wir sollten uns dankbar schätzen, dass wir die Entscheidung getroffen haben, hier zu starten, bei IAM zu starten, bei Adrian zu starten. Du kannst dich schon mal dankbar schätzen, dass du einer Person folgst wie Adrian. Weil ich finde, Guys, es ist nicht selbstverständlich, ein dreistelliges Business gestartet zu haben, um sechsstelliges, siebenstelliges Einkommen nicht zu verpassen. Das machen Menschen. Es gibt da draußen Menschen, sie sagen Nein zu einer dreistelligen Business und verpassen somit vielleicht Five Figures, Six Figures, Seven Figures Income in Monat. Und ich finde, das ist schon mal wichtig zu verstehen. Aber das Wichtigste meiner Meinung nach auch, was ich unbedingt ansprechen will, ist 2024, Geld. Es ist 2024. Ich denke, manche Leute realisieren einfach nicht, wie die Zeit vergangen ist. Geld, wenn ich mir jetzt so angucke, alles, was ich meine, ich bin noch immer jung, ich bin 22, aber was ich so mal die letzten 5, 6, 7 Jahre gemacht habe, ich sehe einfach, dass Dinge sich ändern und dass die Zeit vergeht, right? So, es ist eine Sache, die wir nicht aufhalten können. Es ist eine Sache, die wir nicht managen können, alright? Deswegen Zeitmanagement gibt es nicht. Viele Leute sagen, Samuel, ich konnte in 2023 meine Zeit nicht managen und deswegen konnte ich nicht so viel rausholen. Aber Zeit ist eine Sache, die ist relativ. Also geht in eine Richtung. Das kannst du nicht managen. Was du managen kannst, bist du. Self-Management, nicht Zeitmanagement. Deswegen 2024 sollte das Jahr sein, wo du dich selbst managst und nicht versuchst, deine Zeit zu managen. Weil du hast gemerkt, die konntest du nie managen. Die konntest du nie managen. Auf einmal ist 2024. Gestern war es 2015, 16. So kommt es vor. Und öfters, das ist unser Problem, dass wir denken, dass wir Zeit haben. Das ist unser Problem, dass wir denken, dass wir Zeit haben. Das ist der Grund, wieso meisten Menschen vieles bereuen, weil sie denken, dass sie Zeit haben.
Und genau das ist die Mentalität, die sich ändern muss. Genau vor allem in jungen Jahren. Genau in den 20ern. 20er bis 40er, die sind da, um zu grinden. Aber es gibt sehr viele Ablenkungen, Guys. Wir leben in einer Welt, wo sehr viele Ablenkungen herrschen. In einer Welt, wo Dinge sehr schnell funktionieren. Du hast auf deinem Handy hunderte Apps, die für Ablenkung sorgen. In deinem Zimmer 100 Sachen, die für Ablenkung sorgen. Wir leben in einer Welt, wo man sehr schnell abgelenkt werden kann. Und da von der Masse herauszustechen, das Einzige, was du brauchst, ist Disziplin. Einfach Disziplin. Diszipliniert zu sagen, Nein sagen zu können, Grenzen zu setzen, radikale Grenzen zu setzen, Dinge zu cutten, Dinge loszulassen. Das sind Dinge, das sind Fähigkeiten, die du erlernen solltest. Weil entweder, ja, lenken dich deine Ablenkungen irgendwo von deinen Zielen oder du lässt dich ablenken. Das ist das, was ich verstanden habe. Jedes Mal, wenn ich abgelenkt werde durch etwas anderem, dann werde ich von meinen Zielen abgelenkt. Alright? Ich werde abgelenkt von meinen Zielen auf etwas anderem. Und ich finde, das ist eine Sache, wo man schlechtes Gewissen haben sollte. Man sollte schlechtes Gewissen haben, wenn wir nicht die Dinge tun, die wir tun sollten. Ich meine, viele Leute sind jetzt über die Feiertage eingeschlafen. Viele Leute, ja, haben Weihnachten so erlebt, als würden sie nie mehr Weihnachten erleben. Jetzt. Ich meine, Weihnachten ist eine heilige Zeit, ne? Es ist eine heilige Zeit für viele da draußen. Und deswegen ist man mit der Familie, deswegen macht man das Ganze. Wisst ihr, wie viele Weihnachten man erlebt im Leben? Um die 70 bis 80. Um die 70 bis 80. Du erlebst in deinem Leben 70 bis 80 Sommerzeiten, 70 bis 80 Winterzeiten. Nur 70 bis 80. Du hast nur noch 50 bis 60. Die Frage ist, wie werden die nächsten aussehen? Das ist diese Mentalität, die ich immer hatte. Ich meine, bei vielen ist Weihnachten, bei uns ist Bayram, ne? Und es ist dasselbe, hat den selben Stellenwert wie bei uns, wie Weihnachten. Und ich dachte mir, Samet, du wirst in deinem Leben 70, 60 Bayrams haben. Wie wird das aussehen in der Zukunft? Wie werden die nächsten aussehen? Deswegen, wir haben eine bestimmte Zeitgeist, deswegen müssen wir aufwachen. Dieses Jahr sollte das Jahr sein, wo die meisten Leute aufwachen. Um endlich in die Umsetzung zu kommen, weil das ist, wie gesagt, eine Sache, die nicht ersetzbar ist. Es ist einfach nicht ersetzbar. Du kannst nichts mit der Arbeit ersetzen. Du kannst nichts mit deinen Calls ersetzen. Du kannst nichts mit deinen MMAs ersetzen. Kein Buch kann es ersetzen. Kein Mentorship kann es ersetzen. Keine Upline kann es ersetzen. Kein Blueprint kann es ersetzen. Nichts kann die MMAs ersetzen. Nichts. Deswegen, das ist die Sache, die wir machen sollten. Viele Dinge können ersetzt werden. Viele Menschen können in diesem Business auch ersetzt werden. Es ist traurig, aber wahr. Dein Mentorship. Du musst dir selber kein Mentorship geben. Du wirst ersetzt und deine Upline gibt dir ein Mentorship. Du musst keine Einarbeitung kreieren. Die wird ersetzt durch die Arbeit, die deine Upline schon geleistet hat. Du musst keine Webseiten kreieren. All diese Dinge wurden kreiert, damit du dich auf das Wesentliche fokussieren kannst. Damit du dich auf das Wesentliche fokussieren kannst. Weil überleg dir mal, all diese Dinge wurden gemacht für dich. Diese Dinge wurden gemacht für dich. Einarbeitungen, Blueprints, Webseiten, all diese Dinge wurden gemacht für dich. Aber was hast du bis jetzt für dich gemacht? Was hast du denn gemacht bis jetzt? Für dich. Für deinen Erfolg. Deswegen lasst uns 2024 dafür sorgen, dass es das Jahr ist, wo wir Stabilität zeigen. Als Person. Mit einem Charakter. Im Fußball hat man immer gesagt, ich habe Fußball gespielt früher. Und immer als so, Fußballer werden mich verstehen. Haben wir Fußball hier? Okay, ja.
So, ich meine, im Fußball, als es immer Streit gab und Dinge, wo ich mich aufgeregt habe. Und ich war ein guter Spieler für mein Alter damals. Und meine Trainer haben mir immer gesagt, Samet, zeig Charakter. Zeig Charakter. Wer kennt das? Fußballer kennen das. Ne? Zeig Charakter. Weil ich denke, dieser Charakter von einer Person entscheidet sich dann, wenn Dinge schlecht laufen. Wenn man sich aufregt, wenn Dinge schief laufen. Und dann erkennt man, was für einen Charakter du hast oder wie viel Wert dein Charakter hat. Weil ich meine, meiner Meinung nach, jeder Charakter hat einen Wert. Von jedem, sein Charakter hat einen Wert. Nicht in Geld gemessen, sondern mit irgendwas anderem. Und irgendwo ist es wichtig, Charakter zu zeigen, auch wenn Dinge mal nicht laufen. Oder Charakter zu zeigen, indem man wieder in das Business reinkommt, weil man die letzten paar Tage in den Feiertagen ja irgendwo ein bisschen eingeschlafen ist. Zeigt Charakter, geil. Für euch, für euer Business, für eure Leute. Weil das ist das, was die Leute folgen. Menschen folgen Menschen, die einen Charakter haben. Die etwas von sich selbst halten. Und das ist wichtig, Guys, etwas von sich selbst zu halten. Weil das ist ja das Krasse im Leadership. Leadership bedeutet, nicht weniger von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. Alright? Leadership bedeutet nicht weniger von sich selbst zu denken, sondern weniger an sich selbst zu denken. Deswegen halte etwas von dir. Was hältst du von dir? Was hältst du von deinem Charakter? Was hältst du von deiner Person? Und ich denke, das ist das Entscheidende. Und das ist das, was dein Team bewegen wird, was dich bewegen wird dieses Jahr. Dein Charakter. Und lass 2024 das Jahr sein, Guys, wo wir auch härter werden, alright? Wo wir mehr einstecken können, mehr in allen Bereichen, alright? Weil ich sehe so viele Leute, so sie sind sanfter geworden, sie sind sanfter geworden, Guys. Ich meine, als wir gestartet sind, ne? Ich meine, das war ein richtiger Arbeitnehmerverhältnis, was wir hatten, ne? Wir hatten Chefs, wir hatten keine Uplines. Aber wir hatten nichts dagegen, alright? Es klingt blöd. Schau, es gibt Leute, die sagen mir, Samet, ich bin hier gestartet, damit ich einen Mentor habe und nicht einen Chef. Alright? Der Unterschied zwischen einem Chef und einem Mentor ist, du musst das machen, was dir dein Chef sagt. Bei einem Mentor musst du das nicht. Und du weißt aber, dass dein Mentor dir nur Dinge sagt, die dich weiterbringen können. Sollte es eigentlich auch nicht so sein, dass man diese Dinge auch tun sollte oder tun muss? Wäre es nicht schön, diese Dinge tun zu müssen? Weil es geht um dich. Bei einem Job, es geht nicht um dich, es geht um deinen Chef, aber du musst es machen. Hier geht es um dich und du sagst, ja, ich brauch einen Mentor, keinen Chef. Was auch völlig okay ist, was ich verstehe. Aber wisst ihr was, wie es bei uns ausgeschaut hat damals? Ich bin damals gestartet. Mir wurden drei Dinge gesagt. Mir wurde gesagt, lade ein, präsentiere das Business als unranked und so registrierst du Menschen. Diese Dinge wurden mir gesagt. Weil mir, Guys, das ist crazy, weil mir nichts anderes gesagt wurde als wie diese drei Punkte. Habe ich gedacht, das ist der einzige Weg zum Erfolg. Aber heutzutage, Menschen haben zu viele Informationen. Sie sagen, es wird gesagt, du musst Mentorship hören, es wird gesagt, du musst das hören, 15 Bücher im Jahr lesen und dann musst du mal am Tag 45 Minuten meditieren und dann musst du am Tag mal das machen, das machen, das machen. Aber uns wurde nur gesagt, der Erfolg wird durch diese drei Dinge kommen. Einladen, präsentieren, Prospecting, Registrierung. Diese vier Dinge. Das war unsere Realität und wir dachten, das Einzige, was wir machen müssen, ist das, um Ranks zu machen. Guess what? In 2 Wochen war ich P600. In 2 Wochen war ich P600. Weil ich mich auf das Wesentliche fokussiert habe. Und mir wurden Dinge radikal gesagt, aber heutzutage, Leute sind sehr, sie nehmen vieles persönlich. Alright, sie nehmen vieles persönlich, wenn mal die Upline irgendwo dieses Feuer in sich zeigt, damit diese Person aufs Next Level kommt. Dann mit diesem Feuer meine ich mal diese Direktheit. Wenn ich eine Person starte in meiner Organisation, ich stelle der Person immer die Frage, hey,
Wenn du mal nicht machst, wenn du mal down bist, wenn du mal nicht am Laufen bist, soll ich dich einfach stehen lassen? Oder soll ich mal vielleicht so einen kleinen Arschtritt geben? Für was würdet ihr euch entscheiden? Job mal kurz in den Chat. Soll man euch einfach lassen? Oder soll man mit euch darüber reden und vielleicht keinen Arschtritt? Ja. Yes. Alright. Merkt euch gerne diesen Namen. Alright. Macht einen Screenshot davon. Und wenn mal einer von diesen Leuten nicht Gas gibt und du kommst mit einem Arschtritt, kann keiner sagen, ja, keine Ahnung, das ist mir alles zu viel und so weiter. Wir leben in einer Welt, wo Dinge sehr schnell funktionieren. Wenn man beleidigt ist, ich meine, darum sollte es auch in 2024 gehen, Beziehungen zu pflegen, alright? Beziehungen zu pflegen zwischen Leadern, zwischen Teampartnern und zwischen euch. Und mal vielleicht auch auf Menschen zugehen, die man vielleicht mal verletzt hat. Weil öfters ist es verletzend für eine Upline, alright, zu sehen, dass man mal vielleicht direkter war zu einer Person wegen seinem Erfolg und diese Person war beleidigt. Es ist eine Sache, Adrian, du kennst es sicher. Es tut weh, ne? Wenn man mit einem Teampartner spricht und einen kleinen, so ein bisschen direkter ist und zu sehen, wie weh es tut, dass diese Person auf einmal deine Absicht irgendwo anders wahrnimmt und beleidigt ist auf dich. Und auf einmal kommen Texte. Und ich finde, wir leben in einer Zeit, wo Dinge sehr schnell funktionieren und man sollte zweimal darüber nachdenken, wer wirklich deinen Erfolg will. Und das sind diese Menschen und überlegt euch mal, Guys, früher, wie war es früher? Früher, wenn man beleidigt war auf eine Person, oder heute, wenn man beleidigt ist auf eine Person oder jemand hat sie verletzt oder sonst noch irgendwas, man nimmt ein Handy und schreibt in einer Sekunde eine Nachricht und zerstört eine Beziehung. In einer Sekunde. Wie war es früher? Damals, als es keine Handys gab. Ich bin beleidigt auf Adrian. Ja, und er ist in Deutschland. Ich komme nach Hause, ich nehme ein Blatt Papier, nehme ich so einen Briefbogen. Und fang an zu, setz mich hin, hol einen Stift und fang an zu schreiben. Hey Adrian, ich wollte immer einen Mentor im Business, aber kein Chef. Du bist mir zu hart. Keine Ahnung. Du glaubst nicht an mich. Bla, bla, bla. Mir ist es zu viel. Und dann wirst du merken, okay, eigentlich überreagiere ich gerade. Weil das schon mal 20 Minuten dauert. So. Und du denkst, okay, meine Schrift ist hässlich, fängst an von vorne zu schreiben und Zeit vergeht. Und du merkst, okay, eigentlich will er das Beste für mich. Aber diese ein, zwei Sekunden kann vieles zerstören. Vieles. Alright? Deswegen denkt an diese Sachen jetzt. Pflegt Beziehungen. Und euch sollte bewusst sein, dass diese Menschen nur das Beste für euch wollen. Nur das Beste für euch wollen. Und das sind Eigenschaften, guys. Alright? Das sind Eigenschaften. Das sind Eigenschaften, die wir erlernen müssen. Weil ich finde, allgemein, all diese Punkte, die ich aufgezählt habe, sei es die Arbeit, sei es irgendwo diese Ablenkungen, Disziplin zu haben, sei es irgendwo, die Story, die ich jetzt einfach mal jetzt hier erzählt habe, das sind Eigenschaften. Das sind nicht nur Stories oder Mehrwert. Das sind Eigenschaften, die jeder aneignen sollte. Das sind Eigenschaften, die jeder Chairman besitzt. Das sind Eigenschaften auch, die jeder Trader besitzt. Ich meine, ich sehe Trader, die kommen nicht auf den Calls. Right? Wenn ein Trader, egal wie viel Geld er macht, mir sagt, hey, ich komme nicht auf die Calls, Network Calls, Mindset Calls, Team Calls, weil ich denke, es ist nicht gut, nicht wichtig für mein Trading, dann weiß ich, der wird im Trading scheitern. Weil er nicht weiß, dass dieses Mindset oder dass diese Dinge eine sehr große Rolle auch im Trading spielen. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Deswegen müssen wir Massen auf Conventions be bewegen. Deswegen müssen wir Massen, egal ob Trader, Network oder sonst noch irgendwas, auf die Calls bewegen. Deswegen solltest du auf diese Calls sein. Viele Leute sagen, ja, ich habe das mal gehört. Es geht nicht darum, was du gehört hast, sondern was du noch nicht gehört hast. Jedes Mal, wenn ich in einen Call reingehe, gehe ich immer da rein und denke mir, okay, was höre ich heute, was ich noch nicht gehört habe? Weil genau dieser eine Punkt kann nicht kommen.
Aber davor höre ich mir trotzdem alles nochmal an. Deswegen schreibe ich mir trotzdem alles. Das ist Network, das ist Erfolg. Wiederholungen, Repetitions. Wiederholungen führen zur Perfektion. Und das ist das, was Selbstbewusstsein reinbringt. Viele Leute fragen auch, hey, wie kann ich selbstbewusster werden? Indem du Dinge machst, in denen du jetzt gerade nicht gut bist, sie aber so oft machst, dass es dir langweilig wird, während du es machst. Ich habe die größten Langeweile bei Prisit. Ich habe die größten Langeweile bei Team Calls. Nicht lang in dem Sinne Langeweile, sondern weil es eine Sache ist, die wir over and over and over and over again gemacht haben, dass es uns langweilig wird, wenn wir es machen. Guys, wenn ich präsentiere, wenn ich das Business zeige, schaltet sich mein Gehirn aus. Sie schaltet sich aus. Ich meine, schaltet sich nur ein, wenn der Prospekt was sagt. Aber wenn ich rede, sie schaltet sich aus. Weil ich habe, glaube ich, gefühlt 2000 Präsis gemacht. Ein Adrian, ein Imran haben gefühlt 2000 Präsis gemacht. Wir können das im Schlaf. Nicht, weil wir eines Tages aufgewacht sind und es im Schlaf gelernt haben, sondern weil wir es so oft gemacht haben, dass wir es im Schlaf können. Ich meine, es gibt Lieder von mir, die sagen, Samet, als wir gemeinsam geschlafen haben, die sagen, hey Samet, du hast auf einmal in der Nacht angefangen zu präsentieren. Ne, bei einem Launch zum Beispiel. Und genau das ist das Geist. Das ist das, was zur Perfektion führt. Wiederholungen. Deswegen, was war eine wichtige Sache, die du in 2023 jeden Tag wiederholen solltest, aber nicht wiederholt hast? Schreib es dir auf deine Notiz und sorg dafür, dass es dieses Jahr so ist. Dass die Sache, die du letztes Jahr jeden Tag wiederholen solltest, aber nicht wiederholt hast, sollte dieses Jahr die Sache sein, die du jeden Tag wiederholst. Aber damit meine ich nicht deine Notizen. Es gibt Leute, sie wiederholen ihre Notizen 100 Mal. Anstatt sie eine Prisi wiederholen, schauen sich ihre Notizen zum 100. Mal an. Guys, versteht mich, don't get me wrong. Viele Leute denken, weil sie jetzt gerade keine Prisi haben, ist es produktiv, um 15, 16 Uhr einen Mentorship-Call anzuschauen. Sie denken, es ist produktiv, um 17 Uhr ihre Notizen vom gestrigen Team-Call durchzugehen. Nein, so funktioniert das Business nicht. Ich erkläre es euch mal so, ich gebe euch mal ein bildliches Beispiel, alright? So, ich meine, damals, also mein Werdegang. Ich bin gestartet, in 2 Wochen P6 gegangen, in einem Monat P1 gegangen, in 6 Monaten P2 gegangen und ich in 10 Monaten P5 gegangen, alright? In 10 Monaten P5 gegangen und ich habe alle meine Ranks wieder verloren. Alle. Ich glaube, ich habe alle meine Ranks 5-mal aufgebaut. Und eine Sache wichtig, genau in der Zwischenzeit, als ich P2K war und mein gesamtes Team verloren habe, bin ich beim Spar arbeiten gegangen. Spar ist also ein Einkaufsladen, sowas wie Aldi, nur besser, weil es in Österreich ist. Einfach cleaner, schöner, ne? Es ist sowas wie Aldi. Und ich, Bergcan und Thomas haben da gearbeitet, sind beide P5-Leader von mir, sind auf dem Weg zum Chairman. Und wir haben alle beim selben Spar gearbeitet. Thomas hatte Glück, er war an der Kasse und ich und Bergcan waren beim Feinkost. Wisst ihr, was Feinkost ist? So, das sind Salamis, Würstchen und ich esse selber kein Schweinefleisch. Und ich musste um 12 Uhr mittags diese Semmel, sagen wir, diese Brötchen mit Schweinefleisch und so weiter mittags servieren. Und bei uns war es immer so, damit ihr jetzt versteht, warum diese Story Sinn ergibt. Und zwar, der Spar hat immer um 7:30 Uhr geöffnet. Ich und Bergcan mussten aber immer um 5 Uhr schon kommen. Um 5 Uhr sind wir gekommen, haben die Brezel gebacken, haben die Brötchen gebacken, haben die Regale geschlichtet, haben all diese Dinge gemacht. Bis 7:30 Uhr. Und als 7:30 Uhr war und die Türen sich geöffnet haben, haben wir nicht mehr Regale geschlichtet oder irgendwas gebacken, sondern wir haben verkauft. Leute sind gekommen, wollten etwas, haben gegeben, die haben bezahlt. So, Fazit dieser Geschichte ist, das ist so, wie wenn du um 10 Uhr die Regale schlichtest beim Spar. Wenn du um 16 Uhr
irgendwo Calls macht, Dings, Mentorship-Call anschaust oder Bücher liest. Genau darum geht es, alles in der richtigen Zeit zu machen. Alles in der richtigen Zeit zu machen. Und das ist so das, was ich meine mit Notizen wiederholen. Dafür ist die Zeit um 0 Uhr, 1 Uhr. Aber es geht darum, in der richtigen Zeit die richtigen Sachen zu machen, bis du es mit der richtigen Person machst. Das ist ein crazy Fact, guys. Dass du in der richtigen Zeit die richtigen Sachen machst, bis du es mit der richtigen Person machst. Dass du in der richtigen Zeit eine Präsi hältst, bis du es mit der richtigen Person hältst, die startet und Charming. Die startet und Charming. Und genau das ist das krasse Geld. Und das konstant zu halten. Konstant über ganz 2024 zu halten, finde ich, das ist das Wichtigste. Weil, wisst ihr, was Consistency bedeutet, Guys? Meiner Meinung nach, Consistency bedeutet nicht, Dinge zu machen, die funktionieren. Sondern Consistency bedeutet, Dinge zu machen, die nicht funktionieren, aber du machst sie so lange, bis sie funktionieren. Du machst sie so lange, bis sie funktionieren. Viele Leute sagen, hey Samet, ihr habt so ein gutes Leadership, so ein starkes Leadership. Wie sind die Leute zu dir, wie sind die Leute bei dir gestartet? Aber keiner weiß, wie viele Leute davor gequittet sind. Ich meine, wie viele Leute sehen, dass wir gute Launches machen. Viele sehen nicht die gescheiterten Launches. Deswegen habe ich Crisis gemacht, jeden Tag, bis ich dieses Business der richtigen Person präsentiert habe. Ich war jedes Mal bei Events, bis ich bei dem richtigen Event war. Ich habe Launches gemacht, bis ich die richtige Person gelauncht habe. Und das so lange weitergemacht. Ich mache es noch immer. Und genau darum geht es. Diese Dinge konstant zu machen, bis sie funktionieren. Weil Dinge zu machen, die funktionieren, das kann jeder. Aber darauf ist das Leben nicht aufgebaut. Das Leben ist auf das aufgebaut, was nicht funktioniert. Und wie du damit umgehst. Und dafür sorgst, dass sie funktionieren. Und ich finde, das ist wichtig, Guys. Wichtig zu verstehen. Wichtig zu inhalieren, Guys. Und der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte hier, ist allgemein, Guys, wenn es um dieses Business geht oder wenn es um die Culture geht, Guys. Ne, ich habe meine Erkenntnisse, ich hab mal allgemein geschaut, Guys, was die Erkenntnisse war für 2023 und ich habe eine Sache gemerkt. Und zwar, ich habe gemerkt, dass viele Teams, viele Organisationen, damit meine ich P1s, P2s, auch manchmal P5s, wo alles auf Culture basiert ist. Beziehungsweise, wo die Culture nicht auf Work Ethic basiert ist. Was meine ich damit? Ich meine, drop mal eins in den Chat, wenn du hier mit jemandem connected bist, der bei Adrian in der Organisation ist, der nicht deine Upline ist oder nicht bei dir im Team ist. Alle. Ihr seid alle connected, oder? Das ist geil. Ich bin mir sicher, manche wissen nicht einmal, bei wem auf welchem Lag sie sind, was auch super ist. Das ist ja nice, wenn keiner weiß, wer wo ist. Aber wisst ihr, manche Leute verlieren sich in dieser Culture. Was meine ich damit? Manche Leute starten hier, um ein Business aufzubauen. Und dann sind sie nur da und bauen nur Freundschaften auf. Nur. Damit meine ich nicht, dass es schlecht ist. Dass ich habe die besten Freunde meines Lebens hier in diesem Business kennengelernt. Ich habe in den letzten 5 Jahren hier in diesem Business bessere Freundschaften aufgebaut als in den 18 Jahren vor dem Business. Das bedeutet, eine gute Freundschaft basiert nie auf Zeit, sondern auf Qualität. Ich meine, die Qualität einer Freundschaft, die misst man nicht mit der Länge dieses Freundschafts, sondern eher mit der Qualität. Und ich finde, eine Freundschaft hat bei mir, ich rede nicht für jeden, hat bei mir einen viel größeren Stellenwert, wenn dieser eine Freund irgendwo dieselben Visionen und dieselben Ziele für mich hat. Aber ich sehe so viele Leute, sie sind da. Außer Freundschaften haben sie nichts aufgebaut. Außer Freundschaften.
Aber damit meine ich nicht, viele Leute werden vielleicht diesen Punkt falsch verstehen, ne? Aber es ist eine Tatsache, Guys. Es ist eine Tatsache. Und zwar, viele sind da, kennen jeden. Sie kennen jeden. Sie kennen alles. Sie wissen alle Infos. Sie wissen, was abgeht. Ne? Ja, die und die Person waren beim Event, haben Hand und Hand gehalten. Ja, hast du gesehen, was Adrian anhat? Er hat auf einmal zum ersten Mal was Blaues. Das ist das, was ich meine. Bei vielen dreht sich vieles um alles, was außerhalb das passiert, was zählt. Und das ist das, was ich unbedingt ändern will. Dass man hier nicht nur eine Sache, was gut ist, Freundschaften aufbaut, sondern auch Ranks aufbaut. Auch Menschen aufbaut. Menschen aufbaut. Menschen, die in deiner Organisation sind. Dass man sich selbst aufbaut, sein Einkommen aufbaut. Alright? Aber eine Sache hast du schon. Freundschaften hast du hier aufgebaut, oder? Check. Jetzt kommen wir zu den nächsten. Jetzt kommen wir zu deinem nächsten Rank. Lass mal den aufbauen, ha? Lass mal den aufbauen. Lass mal dich aufbauen. Lass mal deine Partner aufbauen. Die Freundschaften sind da. Sie laufen nicht weg. Sie sind da. Deswegen, wenn man sich sieht, wenn man sich trifft, mit dem Teamgeist, bei vielen geht es um 90% immer um was anderes, außer das Business. Und deswegen lasst uns, das ist ganz gefährlich, ne? Es kann ganz gefährlich sein. Eine Culture aufzubauen, die nicht auf Work Ethic basiert. Es gibt Leute, zum Beispiel, es gibt Leute, die sagen, hey, ich bin nur da, ich bleibe nur, ich zahle nur meine Autoship, ja, weil ich einfach mit euch sein will. Das ist nice. Ich finde es voll nice, das ist eine Bestätigung dafür, dass wir ein gutes Herz haben, unsere Werte richtig sind, dass Menschen Geld zahlen, aber ich fühle mich schlecht. Ich fühle mich schlecht, wenn ich Leute sehe, die nur Autoships zahlen, alright? Und das Business aber nicht aufbauen. Und solche Leute gibt es. Und sei nicht einer von denen. Glaub mir, das Business, die Freundschaft machen viel mehr Spaß, wenn man alle Chairman ist. Wenn alle P5s ist. Dann macht es viel mehr Spaß. Dann gibt's, sagt man in Österreich, ein Gaudi. Dann lacht man, alright? Dann lacht man viel. Dann hat man Erlebnisse. Dann sind die Themen anders, Guys. Die Lachfläche sind größer. Die Freundschaften sind stärker. Und ich finde, man sollte gemeinsam wachsen, alright? Man sollte gemeinsam wachsen und darauf Acht geben, ja, irgendwo, wie man das Ganze aufbaut, Guys. Und yes. So, und die letzten zwei Punkte, die ich habe, Guys, allgemein, irgendwo Mentalität und Gedanken, Guys. Alright, ich wollte darüber nochmal kurz ansetzen, über Mentalität und Gedanken. Und zwar, ich meine, über Mentalität habe ich viel gesprochen, wie du drauf sein musst, die Art und Weise, wie du denken solltest. Das sind Dinge, die wichtig sind. Aber wisst ihr, was ich am wichtigsten finde, was ich auch beim Empire Call gesagt habe? Aber ich finde, hier in einer kleineren Runde kommt es viel besser an, weil ich denke, viele haben es da nicht mit wahrgenommen. Weil die meisten Leute hören nur zu, wenn sie eine Frage stellen. Das ist der Grund, warum die meisten Leute in solchen Calls wenig wahrnehmen. Weil sie keine Frage gestellt haben und da jemand einfach sitzt und redet, ne? Aber öfters geben Leute viel mehr Attention, wenn eine Frage von sie kommt. Und ich denke, das war auch einer der Gründe, warum manche Leute vieles in Calls nicht wahrnehmen werden. Aber eine Sache, die sehr wichtig ist, Guys, bei deinen Gedanken und Mentalität, ist es, dass du verstehen musst, dass Vorstellungskraft viel wichtiger ist als wie dein Wille. Dass deine Vorstellungskraft viel wichtiger ist als wie dein Wille. So. Klingt mal komisch für den Anfang, aber ich erkläre es euch mal. Kennt ihr Leute? Ich meine, ich war einer von diesen Leuten, der
in Mathe schlecht war, in der Schule beim Deutsch schlecht war. Ich bin seit 11 Jahren in Österreich. Alright. So, ich war nie gut in Deutsch. So, davor war ich in der Türkei. Ich war schlecht in Geografie, ich war schlecht in Physik, ich war schlecht in all diesen Sachen. Kennt ihr solche Leute? Haben wir alle gehabt, ne? Und einer von denen war auch Bergcan, der auch überall, ja, was Noten angeht, war ja schlecht. Und viele Leute haben gesagt, yo, man, so sieht die Zukunft nicht schön aus für dich. Oder zum Beispiel Leute, wo man sich denkt, wie ist er erfolgreich geworden, ne? Das denke ich mir. Manchmal denke ich mir, wie sind manche bestimmte Rapper so erfolgreich geworden? Na, wenn ich mir ein paar angucke. Und das sind öfters Rapper, ne? Die irgendwo nichts kreiert haben im echten Leben, zum Beispiel in der Schule und so weiter. Aber das zählt ja nicht, ne? Aber wisst ihr, was diese Leute sehr gut immer konnten? Sie konnten sich Dinge sehr gut vorstellen. Imagination. Was sagen viele Rapper? Keiner hat mich an mich geglaubt. Die haben gesagt, nein. Aber ich habe mich auf der Bühne gesehen. Ich habe diese Pappen gesehen. Ich hab das Geld gesehen. So sagen sie, oder? Sie haben Dinge gesehen. Bei mir in meinem Fall oder in Bergson in seinem Fall oder Adrian in seinem Fall. Wir haben volle Events gesehen. Wir haben uns als Chairman gesehen. Wir haben uns als eine Person gesehen und sehen noch immer. Die Massen bewegen. Das ist der Grund, warum Leute, die nichts können, sehr großes Geld verdienen. Leute, die vieles niemals beherrscht haben im Leben, erfolgreich sind. Das ist der Grund, Vorstellungskraft. Und jetzt überlegt euch mal, wenn die Vorstellungskraft und dein Wille an einem Strand zieht, was dann passiert? Wenn du eine Sache nicht nur vorstellst, sondern auch diesen Willenskraft dafür hast. Weil wir hatten nicht nur Vorstellungskraft, sondern wir hatten auch Willenskraft. Das ist das, wo alles eskaliert. Wenn du Dinge dir vorstellst und den Willen dazu hast, es umzusetzen. Ich finde, die meisten Leute scheitern daran. Adrian, wirklich, gell? Ich denke das wirklich, Bro. Ich denke wirklich, dass viele Leute scheitern, weil sie sich nicht sehen können als Chairman. Weil sie sich niemals gefühlt haben als Chairman. Weil sie sich es nicht vorstellen können. Und es ist sehr schwer, für etwas zu arbeiten, was man sich nicht einmal vorstellen kann. Wann hört der Traum von sehr vielen Jugendlichen, die Fußballer werden wollen, immer auf? Da werden mich, glaube ich, nur Fußballer verstehen. Oder auch Basketballer. Der Moment, wo man aufhört, Fußball zu spielen, ist der Moment, wo man aufhört, sich vorzustellen, dass man ein Profi wird, oder? Wenn die Vorstellung weg ist. Wenn man es sich nicht mehr vorstellen kann. Und deswegen diese Vorstellungskraft ist das, was zählen wird in 2024 bei meisten Leuten hier. Deswegen lasst uns sehen. Lass uns fühlen. Das ist das beste Feeling, was überhaupt für mich geben kann. Na, ich meine, ein Stage mit euch zu teilen. Wirklich, ein Stage mit euch zu teilen. Und wisst ihr, was crazy ist, guys? In Rotterdam. In Rotterdam, ich war auf der Bühne, ich habe meinen Part gemacht. Und dann kam ich raus. Ne? Ich kam raus und da war das Team. Ne? Ihr kennt es ja von Team Alpha immer nach Conventions, so 500, 600 Leute, wir machen Fotos. Und dann kam da ein Junge zu mir. Aber kurz mal davor, ich habe ja Pokal bekommen, aber unabsichtlich habe ich zwei Pokale bekommen. Es ist derselbe Pokal, habe ich zweimal bekommen und eins musste ich zurückgeben wieder. Ne? Es hat geheißen, yo, wir haben die unabsichtlich zwei gegeben. Dann hatte ich nur noch einen und ich gehe raus und das Team ist da und dann kommt ein Junge zu mir. Er sitzt im Rollstuhl. Alright? Er sitzt im Rollstuhl und ich habe mich hingekniet zu ihm und habe gesagt, hey, wie geht's dir? Er sagt, ja, gut, danke, ich habe deinen Part gesehen und so weiter. Ich sage, hey, freut mich, seit wann bist du dabei? Er sagt, ich bin seit 4 Monaten dabei.
Ich so, okay, richtig nice. Und wie schaut's aus? Er sagt, ja, ich habe mein P1K gemacht. Er hat sein P1K gemacht. Und er meinte zu mir, Samet, wie kann ich mir Sachen vorstellen? Na, wie kann ich mir Dinge vorstellen? Und ich habe gesagt, du musst Dinge sehen oder versuchen zu sehen. Und er meinte zu mir, ich kann es aber nicht sehen. Und ich meinte zu ihm, okay, dann machen wir das so. Hier mein Chairman-Pokal. Und die bleibt so lange bei dir, damit du es sehen und fühlen kannst. Du kannst deinen Namen umgravieren, kannst deinen Namen drauf schreiben. Aber eine Sache ist wichtig. Und zwar, wenn du Chairman 25 bist und auf die Bühne kommst und ich rechts von mir dich sehe, will ich meinen Pokal wieder zurückhaben. Wenn du dein eigenes abholst. Deswegen kreiert euch einen Pokal, kauft eins um 20 Euro, um 30 Euro, bestellt es und schreibt euren Namen drauf und lasst es vor eurem Tisch und lasst es sehen. Und ich warte auf diesen Tag, ich verfolge diesen Jungen noch, bis ich meinen Pokal zurückkriege. Right? Und wenn ihr euer eigenes auf der Bühne abholt, Guys, schmeißt ihr den, was ihr hattet, von mir aus weg oder ihr sperrt es irgendwo ein, weil es zu einer Zeit gehört, weil es nicht Realität war. Deswegen an der Stelle würde ich sagen, gebe ich wieder an Adrian weiter, Guys. Es macht immer Spaß, bei euch zu sein. Es macht immer Spaß, hier auf diese Calls zu sein. Wirklich einer meiner Lieblingsteams hier bei I am Germany. Deswegen freue ich mich, Guys. Ich freue mich, euch in Budapest zu sehen. Und let's go. Dann würde ich sagen, Adrian, Bro, the stage is yours. Wow, Bro, du hast gerade uns, glaube ich, allen gerade am Ende Gänsehaut gegeben. Wow, Guys, ich sage euch ehrlich, ich wollte gerade am Ende noch so ein paar Punkte sagen, so von meinem Herzen aus, aber Leute, ich denke, ich belasse es dabei. Es waren sehr, sehr, sehr krasse Punkte, wie es Summit auch gerade gesagt hat. Guys, die Vorstellung ist gerade, Dinge sehen zu können und dafür gleichzeitig auch arbeiten zu können, das ist der Game Changer. Dafür diszipliniert arbeiten zu können, jeden Tag, auch wenn es ein bisschen eklig ist, das ist der Game Changer, Guys. Okay, ich denke, wir haben gerade sehr, 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 sehr wichtige Punkte mitbekommen. Ich habe zwei besondere Announcements auch am Ende des Calls. Deswegen verlasse diesen Call nicht, okay? Und ich weiß nicht, Leute, mit was wollen wir starten? Okay, wir lassen uns kurz eine Abstimmung auf jeden Fall im Chat machen, Leute. Mit was wollen wir starten? Wollen wir mit einem Rank-Up starten, dann eine 1? Oder mit einem Announcement starten, dann eine 2? Drop mal kurz in den Chat. Rank-Up oder Announcement? 1 oder 2? 1. Okay, ihr wollt alle Rank-Ups sehen. Okay, alle machen auf jeden Fall 1. Guys, ich habe meinen neuen Rank auf jeden Fall. 2024. Startet groß, okay, einen neuen Rank und ich will gar nicht zu lange darüber reden, ich starte.